habe hier vor 2 Monaten oder so ein neues Krypto-Setup für meinen Rechner gebastelt und das ist irgendwie ganz lustig. Da habe ich mir ein bisschen Mühe gegeben und Leuten davon erzählt und die haben mich gebeten, darüber einen kurzen Vortrag zu halten, weil sie das vielleicht nachbauen wollen oder einfach nur mal genauer wissen wollen, was ich da gemacht habe, und das mache ich hiermit. So, wir reden also irgendwie über Sicherheit und wir wollen irgendwas absichern. Wenn wir irgendwas absichern wollen, müssen wir uns erstmal überlegen, wogegen wollen wir uns absichern. Deswegen erstmal ein paar Gedanken zum Angreifermodell. Das eine Angreifermodell ist ein Laptop-Dieb, der mir meinen Laptop klaut. Der soll mit meinem Laptop bitte nicht viel mehr anfangen können als mit einem Backstein. Das andere Modell ist eine Grenzkontrolle zum Beispiel, auch bekannt als Bundestrojaner Installationsparty. Das könnte man jetzt als irgendwie paranoid sehen, aber wir wissen leider mittlerweile, dass das tatsächlich so ist. Wir wissen, dass das an deutschen Grenzen der Bundestrojaner aufgespielt wurde. Und vor einem Monat haben sowohl die Vereinigten Staaten als auch das Vereinigte Königreich neue Flugrichtlinien vorgestellt bzw. eingeführt, die es jetzt erforderlich machen, dass sämtliche elektrischen Geräte, die man an Bord mit sich führt, aufgeladen sein müssen, damit man sie bei einer Kontrolle anschalten kann. Das heißt, es ist zum Beispiel verboten, ein Gerät ohne Akku mitzunehmen oder ein Gerät, das kein bootbares Betriebssystem enthält. Weil das könnte ja eine Bombe sein, die nur so aussieht wie ein Laptop. Und ich bin jetzt gerade letzte Woche aus England zurückgekommen und da waren dann tatsächlich am Flughafen so Schilder, achten Sie darauf, dass alle Ihre Geräte aufgeladen sind. Meinen Laptop musste ich, außer die 2 Sekunden, die da durch dieses X-Ray gefahren ist, nicht aus den Augen lassen. Das heißt, meine Geräte haben sie nichts gemacht, an meinem Rucksack hatte sie ein bisschen Spaß. Den hatten sie in Frankfurt ewig lange in diesen Röntgen-Dings drin und der Typ bei dem Computer hat einmal alle Kontrastregler hoch und runter und einmal alle Farbregler hoch und runter und hat irgendwie 3 Minuten da in den Laptop reingeguckt und sich gefragt, was da alles an Technik drin ist. Aber dann kommentarlos weiterfahren lassen. Waren vor dem Schild wenigstens Steckdosen? Leider nicht. Nur Mülleimer. So, was ist kein Angriffsszenario, konkreter Eingriff auf mich als Person? Da gibt es immer Möglichkeiten. Ihr kennt den Comic hoffentlich alle, ansonsten lasse ich ihn noch 2 Sekunden stehen. Die Anforderungen sind also, dass irgendwie das komplette System verschlüsselt sein soll, damit jemand in meinem Laptop klaut, wie ich damit anfangen kann. Die andere Anforderung ist, dass die Verschlüsselung nicht so offensichtlich ist, dass man, beziehungsweise dass das Linux nicht so offensichtlich ist, dass man gegenüber einem Laien abschreiben kann, dass man da überhaupt noch irgendwie so ein System hat. Und die Idee ist jetzt, wenn ich meinen Rechner hier hinstelle, ausschalte und einer von euch geht hin und drückt auf den Power-Knopf, dann bootet Windows. Und nur wenn ein bestimmter USB-Stick angesteckt ist, wird das Linux gebootet. Und von dem Windows aus hat man auch relativ keine offensichtlichen Anzeichen dafür, dass das Linux da ist. Auf diesen USB-Stick liegt nämlich der Bootloader für das Linux, das heißt, es wird von dem USB-Stick gebootet. Der Stick kann deswegen nach dem Booten auch wieder abgezogen werden, nur wegen eines Kernel-Updates sollte man ihn wieder anstecken. Optional, wenn man sagt, okay, mir ist auch egal, wenn jetzt irgendwie jemand meinen Schlüssel, meinen USB-Stick klaut und mein Laptop klaut, dann darf er dann meine Daten rein. Mir geht es wirklich nur um die beschriebenen Angriffsszenarien. Dann kann man sogar ein Keyfile für die Verschlüsselung auf dem USB-Stick lagern und alles, was in der Präsentation irgendwie so blau markiert ist, ist halt nur für den Fall, dass man das möchte. Ich habe das mal testweise ausprobiert und dann entschieden, dass ich das nicht möchte. Das heißt, alles, was man braucht, ist irgendwie einen hübschen USB-Stick, der im Schlüsselbund nicht auffällt. Problem. Und den man bestenfalls auch für nichts anderes benutzt. Das ist ziemlich vermutlich. Ein willkommener Nebeneffekt ist, dass wenn man irgendwie ein vollverschlüsseltes Linux hat, dann ist irgendwie, wenn das ausgeschaltet ist und dass jemand, der euch böse in die Finger kommt, der Bootloader und der Kernel der attraktivste Angriffsvektor, in dem irgendwas zu manipulieren, und der ist ja auf dem USB-Stick. Das heißt, den ersten Schritt raus, dass ich umgehe und schlüssel in der Hosentasche. Das Setup ist alter, das ist auf der Festplatte. 2 Partitionen sind. Das eine ist eine Windows-Partition, das zweite ist eine Lux-Partition. In dieser Lux-Partition steckt ein LVM, in dem steckt der ganze Rest. Lux ist ein, für die, die es noch nie gehört haben, ein Linux Unified Key Setup, ist der Standard-Wrapper um DEncrypt. Was Lux uns macht, ist, dass, also DEncrypt ist eine Implementierung, eine Verschlüsselungsimplementierung, mit der die Festplatte dann eben
AES verschlüsselt wird. Die Encrypt ist die Software, die das tut. Lux ist ein Format drumherum und ein Set von Tools drumherum, das uns erlaubt, zum Beispiel Schlüssel auszutauschen, indem die Festplatte nicht tatsächlich mit meinem Passwort verschlüsselt wird, sondern die Festplatte wird mit einem zufällig generierten Key verschlüsselt und dieser Key wird dann mit meinem Passwort verschlüsselt. Das heißt, wenn ich jetzt mein Passwort ändern möchte, muss ich nicht die komplette Platte mit dem alten entschlüsseln, mit dem neuen wieder verschlüsseln, sondern ich muss nur diesen zufälligen Key entschlüsseln wieder verschlüsseln und ich kann auch mehrere Passphrasen zum Beispiel haben. Zum Beispiel kann ich einen Key-File und eine Passphrase haben, die auf einem Zettel in meinem Bankschließfach liegen. Oder sowas in der LVM, das ist Linux, ich weiß nicht, Linux Volume Manager. Das ist eine Abstraktionsebene für Festplatten, mit der man eben in diesem LVM noch virtuelle Partitionen dann haben kann. Man könnte das Ganze auch andersrum aufbauen, man könnte auch mehrere Loops von denen haben, aber dann müsste man mehrere Passphrasen eingeben bei Routen und das ist doof. Es hätte ein paar Vorteile, man könnte damit noch andere coole Sachen machen, zum Beispiel, dass die nicht zwingend erforderlichen Partitionen ausgehängt werden, wenn man in Standby geht und so. Da könnte man schon noch coole Sachen machen, aber es wäre irgendwie noch unterschiedlich. So, die sinnvolle Reihenfolge, um das irgendwie zu tun ist, sein Rechner so zu partitionieren, das Windows zu installieren, das Linux und LVM irgendwie auch so ein bisschen Linux zu installieren. Meine Reihenfolge war irgendwie ein bisschen komplizierter, wenn man die LTE jetzt später gekommen ist und jemand das Ding neu installieren wollte. Geht aber auch alles. Und was ich jetzt machen werde, ist eine Anleitung zu geben, wie man das macht. Ich werde da dies, obwohl hier jetzt nochmal extra steht, dass diese Anleitung nicht vollständig ist, sie ist mittlerweile doch sehr vollständig. Deswegen werde ich über einige Teile drüber springen, weil die im Vortrag nicht interessant ist, aber ich werde auf der NNV, auf der Deutschen Viertelstunden-Webseite die Folien verlinken. Das heißt, falls das jemand tatsächlich nachbauen möchte, hat er dann die Folien. Die Distribution ist für Abstimmungs gedacht, aber als ich den Vortrag im Zentrum gehalten habe, habe ich danach jemandem geholfen, das Ganze mit Linux Mint zu machen. Das hat noch ein bisschen Zusatzgefrickel, ein paar Änderungen erfordert, aber geklappt. Aber im Zweifelsfall sollte man sich nicht auf mich verlassen, sondern irgendwie auf das Arch Linux Wiki oder auf das Ubuntu Linux Wiki, die beide sehr exzellente Informationsquellen sind. So, und dann noch ein ganz wichtiger Hinweis: Wenn ihr sowas tut, kein Backup, kein Mitleid. Wer so an seinen Setup rumspielt, ohne einen Backup von seinen Daten gemacht zu haben, ist selber schuld. Das heißt, zuerst partitionieren wir die Platte mit dem Partitionierungstool unserer Wahl, wenn es auf die Kommandozeile 5F ist oder Parted, in dem grafischen Tool ist G-Parted, das macht man am besten für ein Begleitsystem aus, da will ich gar nicht drauf eingehen. Und dann formatiert man die Partition, die man für das Linux übrig gelassen hat, mit Lux. Das Crypt Setup ist das Tool, das diese ganzen Sachen macht. Das hat den Crypt Setup Lux Format und Crypt Setup Open. Da muss man die Passphrase eingeben und dann öffnet man das Lux-Teil. Und dann muss man sich noch eine Passphrase überlegen, das volle Tool bewegen. Die beiden Passphrasen, die da stehen, die haben, wenn man sich das mit den Zeichen setzt, aus denen sie generiert werden, mal so ganz naiv ausrechnet, enthalten die ähnlich viel Zufall. Wer kann mir sagen, warum ich euch ganz stark die zweite ans Herz legen möchte? Ja. Merkbar ist und leichter einzutippen. Nee, ganz einfach, weil du beim Muten nicht weißt, welches Tastaturlayout du gerade hast. Und deswegen bitte nur Zeichen in der Passphrase haben möchtest, die auf dem englischen und auf dem deutschen Tastaturlayout an der gleichen Stelle liegen. Ja. Gibt es irgendwas dagegen, Sätze zu verwenden? Nein, überhaupt nicht. Ich habe es mittlerweile auch hinbekommen, dass ich beim Muten schon das deutsche Tastaturlayout habe. Aber so für den Fall, dass man da mal mit dem System operiert, ist irgendwie cool, was zu haben, was nur Zeichen hat, wo man auch auf dem Englischen weiß, was sie lesen. Zusätzliche Qualität gibt es dann für Neo-Layout. Was? Zusätzliche Qualität gibt es dann mit dem Neo-Layout. Ja, genau. Aber das hast du beim guten wahrscheinlich selten, was? Ja. Du solltest, glaube ich, an den zweiten Dings noch ein S auch anhängen. Ja, weil. Über. Sonst treten die Leute steigen die Leute aufs Dach. Ja, du hast recht. Privilegien nicht mehr. Ohne das S, genau. Das ist ohne das S generiert Privilegien, welche dies für aussprechbar hält. Das hat Vor- und Nachteile. Muss man sich halt bewusst sein. Aussprechbar. Aussprechbar. Ja, also, insbesondere ohne das S weiß man nicht, wie sehr deine Rechnung der Entropie stimmt. Ja, du hast recht. Ja. Ohne das S? Ja. Das war ja auch nur so ein leichtes Beispiel.
So, dann gibt es hier so ein paar Kommandos, mit denen man sich seine virtuelle Tradition in den Lux anlegen kann. Das will ich alles nicht so genau zeigen, das ist was, was man sich nachlesen kann. Kann man die Dateisysteme darin anlegen und das irgendwo hinmauen. Das gleiche, dann muss man sich irgendwie eine Tradition, ein Dateisystem auf dem USB-Stick, den man hoffentlich dann mittlerweile eingestellt hat, aufmauen. Und wenn man jetzt ein bestehendes System umstellt, dann kopiert man einfach sein bisheriges /root-Verzeichnis auf den USB-Stick und ändert die entsprechenden Sachen, die später nochmal im Detail kommen. Wenn man gerade ein neues System installiert, dann mountet man das einfach nach /mt/root und mt ist dann das, wo man sein Linux-Stick installieren will. Da haben wir bereits unsere Root-Partition und unsere Home-Partition genommen. Das will ich alles gar nicht so genau machen. Dann installiert man sein Linux, wie man es sonst auch tut. Und jetzt kommen die Sachen, auf die man ein bisschen achten muss. Zum Beispiel, wenn man in seiner etc/fs-Tab, die sagt, welche Geräte an welchen Orten eingebunden haben, will man nicht, dass irgendwie das Syslog mit Fehlern vorläuft, wenn man den USB-Stick nach dem Booten dann auch wirklich abzieht. Deswegen ist das so ein No-Fail, ganz nett. Alternativ ein No-Auto, aber No-Fail ist irgendwie cooler, weil ich will ja doch, wenn ich ihn anstecke, dass es automatisch gemountet wird. Man muss in seiner Grab-Konfiguration rumspielen, man muss sagen, auf welcher Festplatte das, welche Platte er entschlüsseln soll beim Booten und in welchem LVM-Device er den Swap findet, falls man den Swap für Ruhezustandfunktionen benutzt. Und wenn man eben einen Key-File auf dem USB-Stick benutzen will, muss man das da auch angeben. Dazu kommen dann später noch Sachen, die ich aber auch überspringen werde hier. Genauso muss man irgendwie in der Konfiguration, mit der die Distribution des initramfs, das ist generiert, das ist bei Arch Linux, das ist dieses mkinit-cpio, muss man sagen, dass man bestimmte Module gerne beim Booten da drin hätte. Nämlich in diesem Fall Encrypt, LVM2 und Resume. Und wenn man seinen Lieblingstastatur-Layout schon gebooten hat, würde ich dann auch Keymap, und zwar in der Reihenfolge. Und dann braucht man, also das sind alle Sachen, die ich nur unter Arch Linux getestet habe, braucht man dann die etc/v-Konsole kommt, dann trägt man das Tastatur-Layout ein. Und dann generiert man das initramfs und die Grub-Konfiguration neu. Das Key-File wollte ich nicht viel zu erzählen. Was man dann machen kann, ist, dass man halt nicht irgendwie eine Datei auf das Dateisystem von einem USB-Stick legt, die halt irgendwie wichtiges Keyfile.bin heißt, weil es halt irgendwie doof, wenn dann doch mal jemand den USB-Stick an einen anderen Rechner ansteckt, sondern man kann das Keyfile dann irgendwie ganz cool zwischen der Partitionstabelle und der ersten Partition verstecken. Sowas. Das ist dann ganz lustig, dann fällt das nicht auf. Aber letzten Endes hat man halt in seinem Grub hinterlegt, an welcher Stelle es liegt. Das heißt, jemand, der sich auskennt, von dem schützt das natürlich nicht. Hart als Schadsoftware. Aber das ist unser generelles Problem. Also jemandem Versierten fällt natürlich schnell auf, dass das Windows irgendwie nur 50 GB von unserer Festplatte benutzt und der Rest irgendwie unbelegt ist. Das ist ganz gut. Da das ein Lux ist und nicht mal ein X4 oder so, zeigt Windows wirklich an, also wenn Windows Arbeitsplatz zeigt er nicht an, dass es dann irgendwie unbekannte Partitionen gibt, er zeigt einfach nichts anderes an. Trotzdem findet man natürlich raus, dass irgendwie die Festplatte größer ist. Und jemand, der jetzt auch noch irgendwie Ahnung von Linux hat, findet natürlich auch Lux-Header. Das heißt, das schützt euch niemand nicht vor irgendeinem Profi, der Festplatte die Hände kriegt, aber es liegt halt am Flughafen, wenn nicht auffallen. Willst du was sagen? Oder? In der Theorie kann Lux, glaube ich, auch die Header auch. Also ja, irgendwie sind die Linux-Partitionen immer noch etwas besser zu verstecken, da ich mich nicht größer mit beschäftigt. Das wollte ich überspringen. Also was eine andere Möglichkeit wäre, das zu erweitern, wäre, irgendwie hat mir irgendjemand verrücktes Paranoides vorgeschlagen, sich Two-Factor-Auth zu basteln, indem man ein Key-File auf den USB-Stick hat, das wieder in einem Lux-Container liegt, das mit einer weiteren Passphrase geschützt ist. Dann braucht man nicht mit USB-Stick irgendwie Passphrase, um das System zu entschlüsseln. Ich glaube aber eher nicht. Was ganz cool wäre, wäre sowas wie Plausible Deniability. Ich weiß nicht, wie viele von euch kennen, was TrueCrypt unter Plausible Deniability anbietet. Das ist die Idee, dass man innerhalb seiner verschlüsselten Festplatte noch ein weiteres verschlüsselte Festplatte hat, die nicht erkennbar ist. Das heißt, man hat zwei Passwörter und je nachdem, welches man eingibt, wird entweder die innere oder die äußere geöffnet. Die Idee ist, wenn euch jemand eine Pistole auf die Brust hält und sagt, sag mir dein Passwort, dann
Kann man ihm einfach das für das Äußere geben, wo dann irgendwie irgendwas rumliegt, was die Verschlüsselung rechtfertigt, aber eigentlich nicht bedroht, irgendwie Pornos oder sowas. Und die wirklich brisanten Sachen liegen dann auf der inneren Partition, die er nicht findet, und er nimmt die Pistole weg, weil er denkt, die hätten das Passwort ja gegeben und es war nichts gefunden. Kann Lux nicht. Kann Lux aus sehr gutem Grund nicht. Die Autoren von Good Setup sprechen sich da ausdrücklich aus guten Gründen gegen aus, und das funktioniert in der Praxis nicht mal halb so gut, wie es klingt. Vielleicht kann man nachher vielleicht noch drüber reden, wenn ihr wollt. Also es gibt halt quasi kein reales Angreifer-Szenario, gegen das das irgendwas hilft. Also man muss sich sehr mühsam eins konstruieren. Es gibt dann die Möglichkeit, wie Memo angedeutet hat, man kann den Lux-Header auf den USB-Stick noch auslagern. Dann hat man auf der Festplatte wirklich nur noch eine Partition aus Sachen, die wie zufällige Bytes aussehen. Der Nachteil ist, dass man, wenn man den USB-Stick verliert, wirklich kein Fallback mehr hat und nicht mehr an den Laptop ankommt. Man kann den natürlich noch auf einen zweiten USB-Stick und der ist dann wieder in den Laptop. Und der ist dann wieder ins Bankschließfach. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das eine gute Idee ist. Zumal die das auch, die Lux-Autoren auch davon abraten, das zu tun, denn Lux hat durch diesen Aufbau mit diesem Header, in dem man die Passphrase nur diesen Key verschlüsselt, gibt es halt das Feature, dass wenn man die Platte löschen möchte, muss man nicht die ganze Platte löschen, man muss nur diesen Header löschen und dann gibt es keine Chance mehr, die Platte zu entschlüsseln. Und wenn man seinen Header überall verstreut, dann fällt einem diese Möglichkeit weg, weil man dann dafür Sorge tragen muss, dass man den Header überall zerstört, wo er irgendwie sein könnte. Und Daten löschen auf Flash-Speicher ist nochmal so eine andere Geschichte, das geht auch nicht halt so, wie man es gerne hätte. Also davon, wenn der USB-Stick geklaut wird, müsste man technisch neu verschlüsseln. Eben. Deswegen, und dann nutzt ihr davon, dass USB-Stick auslagern geht, halte ich aber nicht für so sinnvoll. Also zum Abschluss noch eine kurze Warnung. Und das war es dann auch. Gibt es noch Fragen? Nur eine kleine Anmerkung, weil du meintest, auf Ubuntu oder auf Mint musstest du ein bisschen mehr frickeln. Ich glaube, man muss anders frickeln, aber man muss nicht unbedingt mehr frickeln. Weil wenn du es mal genannt hast, darf man bei der Derivate ganz anders frickeln. Zum Beispiel so, die Module einteilen muss man unter Debian halt nicht, weil einfach. Nein, das Problem war, weil unter Linux Mint unter anderem ist dem grafischen Mint-Installer halt nicht klar genug sagen konnte, wo das jetzt hin installieren soll. Ja. Also es war nicht ganz einfach, den beizubringen, dass er das da rein installiert. Das war das Debian Mint oder Ubuntu Mint? Das war Ubuntu Mint. Aber es war möglich, wir haben es hingegangen. Ja. Und auch an einem Abend. Ja, hätte ich vielleicht auch noch eine Frage. Ja. Also ich habe bisher nur Dateien verschlüsselt, Dateien und Verzeichnisse. Ja. Und mich würde interessieren, prinzipiell, wie man Festplatten grundsätzlich verschlüsselt, wie das funktioniert. Ganz grundsätzlich genauso. Nur, dass man eben nicht die verschlüsselte Datei in ein Programm reinschmeißt, das dann die entschlüsselte ausspuckt, sondern dass das auf Betriebssystemebene passiert, an der Stelle, an der von der Festplatte gelesen wird. Aber ansonsten ist es exakt dasselbe. Also können wir einfach fahren, dass Dateien verschlüsselt auch genauso gut Festplatten verschlüsselt werden können? Prinzipiell ja. Okay. Nochmal eine Frage zu diesen USB-Sticks, die werden löschen. Ja. Wo ist denn da das Problem? Dieses normale Array ist 3x0, 3x255. Das funktioniert beim magnetischen Speicher sehr, sehr gut, weil man weiß, dass er jede Zelle auf der Festplatte überschrieben hat. Bei Flash-Speicher ist das so, dass ich bin da kein Experte, wenn ich was Falsches sage, korrigiert ihr mich bitte, dass der dass da zwischen dir und dem tatsächlichen physikalischen Speicher noch so viel Controller-Logik dazwischen sitzt, die Fehlerbehandlung macht, fehlerhafte Speicherzellen umfährt und so weiter und Sachen hin und her kopiert, dass du nicht wirklich weißt, ob du gerade alles gelöscht hast oder ob das noch in Speicherzellen irgendwo rumliegt. Wie könnte man das sauber machen? Indem du den Fehler in den Backsteinsäure schmeißt. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass du die Flash-Chips wirklich auslötest und auf ein entsprechendes Lesegerät platzierst und sie dann manuell löscht. Also es ist natürlich so, dass... Die Säure geht schneller. Dass wir hier Säure geht schneller, aber die ist halt auch destruktiv. Ich meine, wir argumentieren da jetzt in einem Bereich, dass
nur wirklich ein Forensiker mit entsprechender Laborausrüstung da überhaupt noch an den Daten rankäme. Aber es ist halt prinzipiell nicht die allerbeste Idee. Also das große Problem ist halt, aufgrund der beschränkten Schreibbarkeit von Flaschen, also ich paar tausend, paar zehntausend, paar hunderttausend, je nach Qualität Zyklen, ja, musst du halt Reservezellen vorrätig halten, das nennt man Overprovisioning. Ja. Und diese Reservezellen werden nicht rein rotiert. Ja. Da gibt es halt einen Algorithmus, der entscheidet, ah ja, diese Zelle ist jetzt schon so oft benutzt worden, benutzen wir die, die weniger benutzt ist. Und es macht es halt transparent und kopiert dann im Hintergrund die Daten von der einen auf die anderen Zelle und so weiter und so fort. Ja. Und deswegen hast du halt, eigentlich weiß halt nur der Controller dann, welcher Speicher wirklich wo ist, weil es nicht mehr linear so ist, wie auch, es ist kein linearer Zusammenhang mehr zwischen den Adressen und der Position auf den Magnetplatten oder Speicherchips oder sowas. Und das macht es halt schwierig, weil du hast halt immer nur durch dieses Overprovisioning ein Fenster in deinem Speicher und dass das außerhalb dieses Fensters ist, da kommst du halt gar nicht dran von außen, von außerhalb des Controllers. Ja. Mit physikalischen Methoden? Ja, du kannst die Chips auslöten und auf dem Lesegerät, wie ich gerade gesagt habe, und auf dem Lesegerät oder Leseschreibgerät und dort dann umprogrammieren. Oder man schreibt die Chips so sehr tot, dass er einfach nirgendwo mehr hinschreiben kann. Nee, das funktioniert das nicht. Das ist nicht der Ort. Nein, ja, du brauchst wirklich ewig für. Was haben Sie, Sie haben irgendwie ein Petabyte geschrieben auf aktuellen SSDs und das die hat. Immer noch, ja. Ja, die leben immer noch. Sie beginnen zwar langsam Performance-Probleme zu zeigen, aber schreiben mal so ein Petabyte, das dauert halt schon eine ganze Weile. Ja. Das ist, ich kann den Artikel rausrufen, aber ich glaube, der Arzttechnik war. Also du kriegst die kaputt, aber da brauchst du viel Zeit. Ja. Und dann heißt es immer noch nicht, dass du das Overprovisioning auch ausreichend Defekte bekommen hast. Kommt man da an die Infos ran? Nee. Das in den Zusatzbereich? Nein. Du kommst nicht, es sei denn, du bist der Hersteller oder du nimmst dir sehr viel Zeit. Und genau, reverse engineerst die Algorithmik in dem Controller. So, ja. Ja, ich habe so in die Richtung von Smart gedacht, weil da kriegst du ja auch Informationen. Klassisch rotierende Platten, wie viel auf die angelaufen ist, die Laufzeit und so weiter, dass man da auch irgendwas rausgibt. Du kriegst irgendwas raus, aber nichts, was dir da will. Also jetzt ist natürlich gerade noch vortragsrelevant oder sollen wir die Aufnahme abschalten? Ja, also in so einem kleinen USB-Stick passiert schon ein bisschen weniger Logik als in so einer modernen Hightech-SSD, ja. Aber auch noch genug, dass man da nicht durchgucken kann. Gibt es sonst noch irgendwelche Fragen? Ja. Performance-Verlust. Ich habe hier eine SSD drin, die ohne Festplattenverschlüsselung 560 Megabyte die Sekunde lesend liefert. Und mit der Verschlüsselung kriege ich 550 Megabyte die Sekunde. Also kein Performance-Verlust. Liegt daran, dass mein Prozessor Hardware AES kann. In meinem Prozessor sind Schaltkreise für AES-Verschlüsselung. In meinem Prozessor zu Hause, an meinem Desktop-Rechner ist das nicht, da kriege ich nur noch 150 Megabyte die Sekunde durch. Da ist der Performance-Verlust dann stärker. Aber trotzdem ist der Performance-Verlust so, dass bei einer rotierenden Festplatte kein Performance-Verlust spürbar ist, weil da die Festplatte immer noch langsamer ist als die Verschlüsselung. Wann hat Intel das eingeführt? War es Ivy Bridge oder Sandy Bridge? Ich habe einen Ivy Bridge hier drin. Aber wann sie es eingeführt haben, weiß ich nicht. Ich glaube, es gab schon Sandy Bridges mit AHBIs. Ja, das ist ziemlich offensichtlich. Also wenn du einen aus den letzten 3 Jahren hast, so zwei, drei Jahren oder so, dann kann dein Prozessor das hardware-mäßig, dein Intel-Prozessor. Gut. Dankeschön. Vielleicht noch eine letzte Frage. Ja. Direkt zu dem Thema passt, aber könnte man generell Dateien verstecken? Natürlich kann man, ja, man kann Dateien verstecken. Nur, das ist ein eigenes Gebiet, nennt sich Steganographie. Du kannst dir mal den Wikipedia-Artikel zu Gemüte führen. Das ist in begrenztem Maße möglich. Das Problem ist nur, dass sobald halt das Verfahren dafür bekannt ist, schützt das halt auch nicht viel. Also es gibt
verschiedenste Sachen. Du kannst Dateien natürlich verstecken, indem du sie einfach verschlüsselst. Nach einer anständigen Verschlüsselung sieht jede Datei aus wie zufällige Daten. Und sie dann an einer beliebigen Stelle in einem unpartitionierten Bereich auf der Festplatte ablegst. Dann findet sie da keiner, weil das sieht aus wie zufällige Daten. Aber sobald du eben auf deinem Rechner das Programm hast, das dafür da ist, um sie wiederzufinden, weil du möchtest ja wieder an sie ran, findet sie eben doch wieder jemand. Das könnte aber auch ausgelagert sein auf ein USB-Stick, das Programm. Ja, mit Sicherheit. Da muss aber immer noch jeder sein eigenes Programm dafür schreiben. Man kann Dateien verstecken, ja, aber ich würde da nicht zu viel Vertrauen einsetzen. Und das Problem bei diesem versteckten Container ist halt, die TrueCrypt anbietet, ist halt einerseits, dass wenn jemand zweimal Zugriff auf deinen Laptop hat, er natürlich sieht, dass sich in dem Bereich deiner Liste, den er für leer hielt, was verändert hat. Also muss da irgendwas sein. Und das andere ist halt, sobald er weiß, du hast einen TrueCrypt benutzt, und TrueCrypt kann einen verstecken, von dem er hinter die Pistole so lange auf dem Brust, bis du ihm zwei Passwörter gesagt hast, selbst wenn du nur eins hast. Das hilft halt nicht.